Vor allem schon eine Fokusstrategie. Wir haben den Montag, den 21. Februar 2022. Es geht weiter mit Aufsätzen und Publikationen aus dem Bundesgericht. Und zwar nehme ich folgenden Text. Ich schaue gerade noch, was da. Ich nehme und ich lese das mal folgende Seite: Das Bundesgericht von Niccolo Raselli. Von Niccolo Raselli. Das ist aufgeteilt in mehrere Kapitel. Ich fange mal an und dann. Also erstens, Geschichte der eidgenössischen Gerichtsbarkeit. Die Entstehung einer eidgenössischen Gerichtsbarkeit ist eng verknüpft mit der Transformation der alten staatenbündlerischen Eidgenossenschaft in einen modernen Bundesstaat. Bestand im lockeren Staatenbund nur ein marginaler Bedarf nach einer zentralen rechtsprechenden Gewalt, so ist der Bundesstaat ohne ein die einheitliche Rechtsanwendung gewährleistendes Bundesgericht schlechterdings undenkbar. Die Entstehung der eidgenössischen Gerichtsbarkeit fällt daher mit dem Zusammenbruch der alten und der Entstehung der modernen Eidgenossenschaft zusammen. 1.1. Die Zeit der Helvetik. Die alte Eidgenossenschaft wurde mit dem Einmarsch französischer Revolutionstruppen im Jahre 1798 zu Grabe getragen. Es folgten zunächst die 5 Jahre der Helvetischen Republik. Der Versuch, in Anlehnung an das in Frankreich entwickelte Verfassungskonzept einen demokratischen nationalen Einheitsstaat zu verwirklichen. Mit der Verfassung vom 12. April 1798, der ersten geschriebenen schweizerischen Verfassung, wurden individuelle Freiheiten eingeführt. Die Gleichheit aller Bürger, die persönliche Freiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Niederlassungsfreiheit, die Religionsfreiheit und die Gewerbefreiheit. Es wurden ein helvetisches Bürgerrecht geschaffen und die Einwohnergemeinde eingeführt. Vorgesehen, wenn auch nur in Ansätzen realisiert, war die Vereinheitlichung des Zivilrechts, des Strafrechts, Rechts und des Prozessrechts. Entsprechend wurde ein nationales Netz hierarchisch strukturierter und funktional gegliederter Gerichte aufgebaut. Vom Friedensrichter über die Bezirksgerichte, die kantonalen Obergerichte bis hin zum obersten helvetischen Gerichtshof als Appellations- und Kassationsinstanz. Die Helvetik dieser von Frankreich diktierte revolutionäre Schub war allerdings zum Scheitern verurteilt. Für so tiefgreifende Neuerungen war das Terrain überhaupt nicht vorbereitet und der Kampf zwischen den fortschrittlich unitaristischen und den reaktionär-föderalistischen Kräften stürzte die Eidgenossenschaft in schwere politische Wirrnisse. Nach dem Abzug der letzten französischen Truppen Ende August 1802 trieb sie auf einen Bürgerkrieg zu. 1.2. Die Zeit der Mediation.
Die nach Lausanne geflüchtete Schweizer Regierung rief Napoleon Bonaparte zu Hilfe. Mit der sogenannten Mediationsakte vom 19. Februar 1803 gelang Bonaparte das einmalige Kunststück, nicht nur alle Interessen miteinander zu vermitteln, sondern auch noch als Protektor begrüßt zu werden. Die Mediationsakte leitete die Restauration ein, die Wiederherstellung der alten staatenbündlerischen Ordnung, die den Eidgenossen letztlich wiederum diktierte Verfassung schuf keinen Bundesstaat, sondern einen mit nur wenigen bundesstaatlichen Elementen versehenen Staatenbund. Die Kantone wurden selbstständige und gleichberechtigte Gemeinwesen und mit weitgehenden Entscheidungsbefugnissen ausgestattet. Entsprechend erhielt die Verfassung nur wenige Rechte des Bundes. Festgeschrieben wurden immerhin das freie Niederlassungsrecht und die Ausübung politischer Rechte durch niedergelassene Schweizer, nicht aber ein gesamtschweizerisches Bürgerrecht. Garantiert war der freie Handelsverkehr zwischen den Kantonen und die Zölle blieben abgeschafft, doch fanden Gewaltenteilung, Demokratie, Gleichheit aller Bürger sowie die individuellen Freiheitsrechte in Klammer Handels- und Gewerbefreiheit, Religionsfreiheit, Vereinsfreiheit, Petitionsfreiheit und Pressefreiheit, Klammer zu. Keinen Eingang in die Verfassung, ebenso wenig das Recht auf persönliche Freiheit und Schutz vor willkürlicher Verhaftung. Dieser bis gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts stehende Staatenbund kannte kein über den Einzelstaaten stehendes Gericht und bedurfte auch keines solchen. Jeder Kanton hatte seine eigene Rechtsordnung und Gerichtsorganisation. Die Ausbildung von Bundesrecht wurde mehr auf dem Wege von Konkordaten gefördert als durch die Tagsatzung, die sich nach wie vor kaum zur priesterlicher Tätigkeit fähig erwies. Die Verfassung sah nur sehr punktuell so etwas wie eine rechtsprechende zentralstaatliche Gewalt vor. Zum einen konnten die Regierung oder die Legislative eines Kantons, die ein Dekret der Tagsatzung verletzte, vor ein Gericht zitiert werden, das sich aus den Präsidenten der Kriminalgerichte der anderen Kantone zusammensetzte, in Klammer Artikel 11, Klammer zu. Zum anderen war vorgesehen, dass Streitigkeiten zwischen den Kantonen von der Tagsatzung, die sich als sogenanntes Syndikat konstituierte, entschieden wurden, falls sie nicht schiedsgerichtlich beigelegt wurden. Artikel 30, 36. Also nur Artikel 36. Das ist eine römische Zahl, darum habe ich das zuerst im Kopf übersetzt. Dabei hatte jeder Kantonsabgeordnete nur eine Stimme und durfte keine Instruktionen entgegennehmen. Die wenigen Fälle, die zur Entscheidung gelangten, handelten meist von Gerichtsstands- oder Heimatzugehörigkeitsfragen. 1.3 Der Bundesvertrag von 1815. Der Bundesvertrag vom 7. August 1815 bildete zwischen den Kantonen ein noch lockeres Band als die Meditationsakte. Auf Bundesebene wurde die Tagsatzung ihrer rechtsprechenden Funktion enthoben und dafür das schiedsgerichtliche Verfahren vervollkommnet. Diesem Verfahren waren alle Streitigkeiten und Ansprüche zwischen den Kantonen zugewiesen, die nicht durch den Bundesvertrag gewährleistete Gegenstände betrafen. Dabei waren Kompetenzabgrenzungsprobleme zur Tagsatzung vorprogrammiert. Während der folgenden rund 30 Jahre wurden ganze 22 Anstände in diesem schiedsgerichtlichen Verfahren erledigt. Themen waren Bürgerrechts- und Heimatlosenfragen, Straßenbau, Schifffahrtsgerechtigkeiten und Vermögensstreitigkeiten zwischen Basel-Landschaft und Basel-Stadt. In der ab den 30er Jahren eingesetzten Regeneration wurden in zahlreichen Kantonen liberale Verfassungen ausgearbeitet und das französisch-helvetische Gerichtssystem teilweise wiederhergestellt. Gemeinsame die ganze Eidgenossenschaft betreffende Reformbestrebungen scheiterten indessen in den folgenden Jahrzehnten an der Krise des Liberalismus und der konservativen Gegenbewegung. So 1833,
ein neuer Bundesvertrag, mit dem unter anderem einheitliche metrische Maße und Gewichte hätten durchgesetzt werden sollen. In den 40er Jahren eskalierte der Konflikt zwischen den Antagonisten. Während die wirtschaftlich am weitesten fortgeschrittenen Kantone verfassungsrechtlich und politisch vollständig erneuert wurden, schlossen sich 7 katholische Kantone zum Sonderbund zusammen. Nach langen politischen Auseinandersetzungen beschloss die Tagsatzung mit 12 gegen 10 Stimmen dessen gewaltsame Auflösung. Der Sonderbundeskrieg endete im November 1847 mit dem militärischen Sieg der liberalen Kräfte. 1.4, die Bundesverfassung von 1848. Im Jahre darauf wurde der Staatenbund mit der Bundesverfassung von 1848 in einen Bundesstaat transformiert. Vorausgegangen waren leidenschaftliche Diskussionen zwischen Unitaristen und Föderalisten. Der Kompromiss bestand in der Übernahme des Bundesstaatsmodells mit Zweikammersystem nach der amerikanischen Unionsverfassung von 1787. Mit der neuen Verfassung wurde auch das Bundesgericht eingerichtet, zur Ausübung der Rechtspflege, soweit dieselbe in den Bereichen des Bundes fällt. Allerdings wurden erst wenige Befugnisse auf den neuen Gesamtstaat übertragen. Die Aufgabe des Bundesgerichtes bestand vor allem darin, zivilrechtliche Streitigkeiten zwischen den Kantonen, zwischen Bund und Kantonen und zwischen Korporationen und Privaten als Klägern und dem Bund als Beklagten zu beurteilen. Ferner politische Straftaten gegen die Eidgenossenschaft. An Freiheitsrechten führte die neue Verfassung die Presse-, die Vereins- und die Petitionsfreiheit ein. Ferner die Kultursfreiheit, nicht aber eine allgemeine Religionsfreiheit. Ebenso wenig eine allgemeine persönliche Freiheit und auch keine Handels- und Gewerbefreiheit. Kultusfreiheit und Niederlassungsfreiheit standen nur Schweizern christlicher Bekenntnis zu. Auf Druck von Frankreich hin, das für den Abschluss des Handelsvertrages von 1864 zur Bedingung gemacht hatte, dass die Schweiz auch Juden das Niederlassungsrecht gewähre, wurde die Beschränkung der Niederlassungsfreiheit auf Schweizer christlicher Konfession mit Partialrevision vom 14. Januar 1866 fallen gelassen. Die Ausdehnung der Religions- und Kultusfreiheit auch auf andere als die christlichen Religionen wurde hingegen verworfen und konnte erst mit der Totalrevision vom Jahre 1874 verwirklicht werden. An Justizrechten gewährleistete die neue Verfassung das Recht des Wohnsitzgerichtsstandes, das Recht auf den verfassungsmäßigen Richter und das Verbot von Ausnahmegerichten. Zum Entscheid über Beschwerden wegen Verletzung verfassungsmäßiger Rechte war das Bundesgericht allerdings nur zuständig, wenn ihm solche Fälle von der Bundesversammlung übertragen wurden, was praktisch nie vorkam. Damit blieb die Beurteilung von Konflikten staatsrechtlicher Natur größtenteils politischen Behörden, das heißt dem Bundesrat und der Bundesversammlung, vorbehalten. Die Zahl der Geschäfte bis zur Totalrevision der Bundesverfassung vom Jahr 1874 war dann auch klein. Sie umfasste unter anderem Streitigkeiten über die Haftung für Sonderbundskriegsschulden, Entschädigungsbegehren wegen Einführung der eidgenössischen Pulver- und Postregals, Auseinandersetzungen zwischen den Kantonen über die Ausmittlung des Bürgerrechts für Heimatlose, aber auch Expropriationen im Zuge des nach 1850 einsetzenden Eisenbahnbaus, die von der Bundesversammlung auf eine Amtsdauer von 3 Jahren gewählten 11 Bundesrichter übten ihre Tätigkeiten im Nebenamt aus, das heißt traten im Bedarfsfall zusammen. Das Gericht hatte keinen ständigen Sitz. Die Bundesverfassung von 1874. Also jetzt
Ich enthalte mich noch den de Kommentar und weiteres, aber wenn wir jetzt zum Beispiel würden, oder wenn ich jetzt das mehr an, also wenn ich mir das anhören würde, das ist jetzt zum Beispiel so ein typischer Text, wo man von Esprit de Loire reden kann, also wenn man also den Geist oder die Seele der Gesetze, das kommt von irgendwo und ich denke, der Text fasst das eigentlich relativ gut zusammen. Wenn man jetzt zum Beispiel dann die Entwicklung vom Bundesgericht anschaut, dann sehen wir dann, also, dass das dann geschichtlich, also die einzelnen Kräfte oder die wichtigsten Kräfte, wo es darum geht, dass von jemandem vielleicht gesehen, dass man zum Beispiel im Bau von Eisenbahnen, ist klar, dass, da nicht, dass man das irgendwie muss gerichtlich entscheiden muss. Und das beeinflusst natürlich den, den Steg von, oder die Entwicklung vom Bundesgericht. Aber das sind dann eben solche Sachen, die ich dann hier da zum Beispiel versuche zum Vorschein bringen, das genauer anschauen oder einfach die allgemein interpretieren und zusammenfassen. Also 1.5, die Bundesverfassung von 1874. Nachdem ein erster Versuch 1872 gescheitert war, brachte die Totalrevision der Bundesverfassung von 1874 die Wende. Der Bundesstaat wurde gestärkt, die bundesstaatliche Gewalt und Organisation ausgebaut und damit dem gesamtstaatlichen Recht eine viel größere Bedeutung eingeräumt. Am 1. Januar 1875 nahm das nunmehr 9 vollamtliche Mitglieder und 9 Ersatzleute zählende Bundesgericht seine Arbeit auf. Damit begann auch die amtliche Sammlung der Bundesgerichtsentscheidungen. Das Bundesgericht wurde ständiger Gerichtshof und seines Namens erst würdig. Unter 7 sich bewerbenden Städten wurde nach fast 20 Wahlgängen Lausanne zum Sitz auserkoren. Damit wurde zum einen die Trennung der Justiz von den beiden anderen Staatsgewalten unterstrichen und zum anderen der französischsprachigen Schweiz die Referenz erwiesen. Seinen ersten Sitz hatte das nunmehr professionelle Bundesgericht von 1875 bis 1886 im alten Casino an der Place Saint-François. Am 1. Oktober 1886 übersiedelte es ins Palais de l'Esplanade de Montbenon. Klammer heute Sitz des Bundesgerichts Lausanne, Klammer zu. Im September 1927 bezog das Bundesgericht das neue Gerichtsgebäude im Parc Mont-Repos, in welchem es heute noch residiert. Die Organisation des Gerichtes bildete Gegenstand dreier Bundesgesetze, jener vom 27. Juni 1874 und vom 22. März 1893. Sowie dem heute noch geltenden vom 16. Dezember 1943, das allerdings wiederholt revidiert worden ist. Vorerst war dem Bundesgericht vorwiegend die Staatsrechtspflege übertragen. Es hatte zum einen Kompetenzkonflikte zwischen Bundesbehörden und Kantonalbehörden, sowie Streitigkeiten staatsrechtlicher Natur zwischen Kantonen zu beurteilen, zum anderen Beschwerden betreffend Verletzung verfassungsmäßiger Rechte der Bürger wegen Übergriffe kantonaler Behörden, aber auch wegen Verletzung von Konkordaten und Staatsverträgen. Damit wurde das Bundesgericht zum Staatsgerichtshof. An dieser Stelle ist auf eine noch heute geltende Besonderheit hinzuweisen. Seit 1874 fungierte das Bundesgericht als Verfassungsgericht gegenüber den Kantonen zur Durchsetzung des Bundesrechts und namentlich des Verfassungsrechts. Doch sah die Bundesverfassung vor und sieht es heute noch vor, das Bundesgesetz und Völkerrecht für das Bundesgericht in Klammer und die anderen rechtsanwendenden Behörden Klammer zu verbindlich sind. Das Fehlen einer entsprechenden Normenkontrolle bedeutet, dass die eidgenössischen Räte umso peinlicher darauf zu achten haben, dass ihre Gesetze die Verfassung respektieren. 1.6. Die Zeit der großen Rechtsvereinheitlichung.
die Zeit der großen Rechtsvereinheitlichung 1.6. Der Verlass verschiedener privatrechtlicher Gesetze auf Bundesebene, allen voran die im Jahre 1883 erfolgte Vereinheitlichung des Obligationenrechts, hatte eine Zunahme der Zivilfälle zur Folge. Das führte 1893 zur Erhöhung der Richterzahl von 9 auf 14 und zur Aufteilung des Bundesgerichts in eine staatsrechtliche und eine zivilrechtliche Abteilung. 1892 trat das Bundesgesetz über Schuldenbetreibung und Konkurs in Kraft und 1895 wurde die Oberaufsicht über die Schuldbetreibung, Konkurs Was Mensch. 1892 trat das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs in Kraft und 1895 wurde die Oberaufsicht über Schuldbetreibung und Konkurs vom Bundesrat auf das Bundesgericht übertragen und die Richterzahl auf 16 erhöht. 1904 wurde sie auf 19 erhöht. Mit Inkrafttreten des Zivilgesetzbuches im Jahre 1912 wurde die Vereinheitlichung des Privatrechts auf Bundesebene vollendet. Dies erforderte die Schaffung einer zweiten Zivilabteilung. Gleichzeitig wurde die Richterzahl auf 24 erhöht. Das Gericht umfasste nunmehr drei Hauptabteilungen zu je 8 Richtern, eine staatsrechtliche Abteilung und zwei Zivilabteilungen. Auf den 1. Januar 1942 erfolgte die Vereinheitlichung des Strafrechts. Sie führte zu einer neuen Abteilung des Bundesgerichtes, dem Kassationshof in Strafsachen. Gleichzeitig wurde die Richterzahl auf 26 erhöht. 1.7. Die wachsende Bedeutung des öffentlichen Rechts. Für eine eidgenössische Verwaltungsgerichtsbarkeit war zwar bereits 1914 die Grundlage in der Bundesverfassung geschaffen worden. Die gesetzliche Regelung ließ allerdings bis 1928 auf sich warten und die Verwaltungsrechtspflege erlangte erst mit ihrem Ausbau im Jahre 1969 mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren umfassende Bedeutung. Bis dahin waren verwaltungsrechtliche Angelegenheiten von der staatlichen Abteilung und teilweise von den Zivilabteilungen beurteilt worden. Die neue Ordnung brachte eine Erhöhung der Richterzahl auf 28. 10 Jahre später wurde die Richterzahl auf den heutigen Stand von 30 erhöht und die geltende Organisation mit 5 Hauptabteilungen, den beiden öffentlich-rechtlichen Abteilungen, den beiden Zivilabteilungen und dem Kassationshof geschaffen. 1.8. Das Eidgenössische Versicherungsgericht. Das Bundesgericht ist das oberste Gericht für alle Rechtsbereiche. Für das Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht und Verfassungsrecht. Mit Ausnahme des Bereichs der Sozialversicherung. Zu diesem Zwecke wurde 1917 das Eidgenössische Versicherungsrecht, Gericht mit Sitz in Luzern, geschaffen. Seit 1969 gilt es als organisatorisch selbstständige Sozialversicherungsabteilung des Bundesgerichts. 1.9. Das neue Bundesgerichtsgesetz. Das neue Bundesgerichtsgesetz wurde am 17. Juni 2005 von den eidgenössischen Räten verabschiedet. Der Bundesrat wird den Zeitpunkt des Inkrafttretens bestimmen. Es wird angenommen, dass dies der 1. Januar 2007 sein wird. Mit dem Inkrafttreten des Bundesgerichtsgesetzes werden das Bundesgericht und das eidgenössische Versicherungsgericht fusioniert werden.
Letzteres wird seinen Status als selbstständige Abteilung des Bundesgerichts verlieren und formell in das Bundesgericht integriert werden, aber den Standort in Luzern behalten. Die wesentlichsten Neuerungen des Bundesgerichtsgesetzes sind die sogenannten Einheitsbeschwerde, die Vereinheitlichung des Verfahrens hinsichtlich der drei Hauptbeschwerden, die Erhöhung des Streitwertes, namentlich im Bereich des Zivilrechts, und der Ersatz der staatsrechtlichen Beschwerde durch die sogenannte subsidiäre Verfassungsbeschwerde. In einem weiteren Sinne gehört zur Reorganisation der Bundesrechtspflege die Schaffung des erstinstanzlichen Bundesstrafgerichtes, Klammer mit Sitz in Bellinzona, Klammer zu, sowie eines erstinstanzlichen Bundesverwaltungsgerichtes, Klammer mit Sitz in St. Gallen, Klammer zu, in welchem im Wesentlichen heute bestehende eidgenössische Rekurskommissionen zusammengefasst werden. Es kann hier nicht der Ort sein, auf Einzelheiten des neuen Bundesgerichtsgesetzes einzugehen. Und vielleicht jetzt noch jemand anders so ein Wort. Das schaue ich noch an, falls ich so etwas finden würde, würde ich mir überlegen, ob ich das auch würde einlesen. Warum? Weil da nicht darum geht, dass und da geht es um eine Fusion, und zwar dass Status als selbstständige Abteilung verloren geht. Das bedeutet immer etwas. Es ist nicht so, dass man macht das einfach, da geht einfach. Sondern es hat immer auch eine Bedeutung, also das hat Auswirkungen wahrscheinlich auch. Die Frage ist, was hat es für Auswirkungen? Und da wird auch auf das eigentlich hingewiesen, es kann hier nicht der Ort sein, auf Einzelheiten des neuen Bundesgerichtsgesetzes einzugehen. Ich denke, da wird darauf hingewiesen. Und das sind zum Beispiel, das ist etwas, was ich dann würde kommentieren. 1.10. Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen. Ich tue es einfach auf Gerichtsschreiberinnen abkürzen. Beide sind gemeint. Die Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen bilden eine Besonderheit des schweizerischen Gerichtssystems. Ursprünglich zuständig für das Verfassen von Protokollverhandlungen und die Redaktion der Urteils... Und der Urteilsbegründung werden sie heute auf allen Stufen in zunehmendem Maße zur Mitarbeit mit der... Ursprünglich zuständig für das Verfassen von Protokollverhandlungen. Nummer 1.10. Die Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen bilden eine Besonderheit des schweizerischen Gerichtssystems. Ursprünglich zuständig für das Verfassen von Protokollverhandlungen und die Redaktion der Urteilsbegründung, werden sie heute auf allen Stufen in zunehmendem Maße zur Mitarbeit bei der Berichterstattung beigezogen. Ohne die Mitarbeiter, Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen wäre die Arbeitslast längst nicht mehr zu bewältigen. 1979 hatten 30 Bundesrichter rund 3000 Fälle pro Jahr zu bewältigen. Heute sind im Schnitt der Jahre jährlich gut 5000 Fälle zu bewältigen. Dies bei unverändert gebliebener Zahl von Richtern und Richterinnen. Dafür wurde in diesem Zeitraum die Zahl der Gerichtsschreiber und Gerichtsschreiberinnen massiv erhöht. Dadurch verschrieb sich die allein den Richtern und Richterinnen zustehende Verantwortung für die Urteile faktisch bis zu einem gewissen Grad zu den Gerichtsschreibern und Gerichtsschreiberinnen hin. Was ist jetzt heute? Da wird Literatur und Quellen sicher sehr interessant sein, das wäre ich. Aber erst beim Kommentieren erwähnen. Nachher geht es weiter mit dem zweiten Punkt. Zweitens die Zusammensetzung des Bundesgerichts. Und der Text, der ist aus dem also oben steht 0705.
Dokument, also das Dokument heißt unter anderem 0705. Das müsste also im Mai 2007 sein. Ich schreibe es mal hier. Eventuell 05/2007. Vielleicht müssen wir das einfach wissen. Oder ich kann das auch anders herausfinden. Und zwar, das sind Aufsätze und Publikationen. Oh nein, das ist aus dem 10/2002. Wobei, das kann gar nicht sein, weil es wird in 2007 erwähnt. Also Jahr der Publikation online steht 10/2002, aber im Text wird ja aufs Jahr 2007 verwiesen. Oder ist das echt ein Blick in die Zukunft? Ich weiß nicht. Der Bundesrat wird den Zeitpunkt, das ist gar nicht bestimmt. Es wird angenommen, dass dies der 1. Januar sein wird. Das ist ein Blick in die Zukunft. Also doch, der Text kommt aus dem 10/2002. Ihr müsst allenfalls bei den anderen Texten auch nachschauen, ob ich das Datum richtig eingeschrieben habe. September, Oktober 2002. Der Text ist aus dem Oktober 2002.